wie Feindflug. Mit Feindflug bekommt deutschtümelnder IBM-Stumpfsinn wieder einen Sinn. Es ballert und donnert, dass einem die Ohren vom Ständer fallen, im Gegensatz zu vielen Kollegen, welche zur schweißtreibenden Bespaßung der Stirnacken-IBM-Tanzbären der Szene aufspielen, verstehen diese Herrschaften sogar etwas von Rhythmen, die wirklich in die Eier gehen. Die Jungs können trommeln. Und das mit Stahlhelm auf dem Kopf. Robert Girl von Duff würde dies mit 10-jährigem Schlagzeugunterricht niemals hinkriegen. Die Lanzer-Romantik, welche diese Gruppe versprüht, mag schwer verdaulich sein, soll sie vielleicht auch, aber jeder stolze Neonazi wird vermutlich mit erigiertem Glied in der Konzerthalle stehen oder vor den Musikfilmchen der Gruppe in Wochenschau schwarz-weiß in Tränen ausbrechen vor Faszination. Dies durfte sich bisher nur die slowenische elektrik-industriische Musikgruppe Laibach erlauben. Aber man lecke mich am Arsch, diese Gruppe ist irgendwie geiler. Natürlich nur aus meiner musik- und kulturwissenschaftlichen Hochburg aus betrachtet. Um der Seriosität meiner Ausführungen mehr Gewicht zu verleihen, sei entsprechend noch Ernstes gesagt. Gott sei Dank, es ist Frieden in Europa und mir gefällt der Gedanke, auf Kanonenrohren Musik zu machen. Ich bin Doc Matt und in der nächsten Folge behandeln wir den Buchstaben G wie Goethes Erben.